Hallo? Hier. Guten Morgen. Ich habe jetzt schon mal einen Kaffee getrunken und vielleicht wird das dritte Video was das andere. War Datenrettung, war Feuchtigkeitsschaden, war nur eine Software-Sache. Wahrscheinlich. Ja, wir haben hier jetzt mal was Interessantes oder vielleicht mal zur Abwechslung mal irgendwas Interessantes. Wir haben hier iPhone SE. Da hat der Kunde geschrieben, dass es keine SIM-Karte erkennt. Was es aber nicht erkennt, ist kein Netz. Ich schaue mal das ganz kurz so an. Also was es nicht erkennt, ist kein Netz. Was es sagt, ist hier kein Netz. Und was es auch nicht hat, ist ein Code. Muss man jetzt kurz schauen, 2794, ob ich das finde. Also 2794 ist meine Auftragsnummer. Ich muss mal langsam richtig lernen zu sprechen heute. Oder es ist schon zu früh oder was ist los? Oder noch zu früh. Wahnsinn. So ist es, wenn man älter wird. Was war das jetzt? 2794. So. Dann haben wir einen Entsperrcode. Der steht sogar da. Den probiere ich jetzt mal aus. Dann steht hier oben kein Netz und wir haben im Normalfall, naja, Mobilfunkverbindung fehlgeschlagen. Wahrscheinlich hier auch keine E-Mail, so wie ich das sehe. Ich sage Baseband und ich sehe auch, dass der Kunde, ich habe das nämlich vorher schon mal aufgemacht, dass der Kunde hier schon mal das Blech weggemacht hat über dem Baseband. Das ist ziemlich geil und ich somit das Baseband jetzt hoffentlich ganz normal reboren kann und dann nichts fehlt. Die Betonung liegt auf hoffentlich, weil, ja. Keine Ahnung. Weil ich nicht weiß, was hier bereits schon passiert ist. In welcher Form. Eine Platine ist noch ganz normal eingebaut wieder. Ich muss mal nur hier in dem Chaos irgendwie schaffen. So, jetzt. Dass ich hier mal irgendwie mein Zeug ablegen kann. Ableben will ich noch nicht, aber mein Zeug ablegen kann. So. So, so, so. So, so, so. Jetzt schauen wir. Also, zerlegen wir mal das Ding. Schauen wir uns das mal an mit dem Baseband. Das sollte eigentlich funktionieren. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es ja auch ganz fürchterlich und man kann nichts machen, aber das glaube ich jetzt mal nicht so richtig. Schauen wir mal. Ja, das letzte Mal hat übrigens einer mir geschrieben, ich soll lernen, dass ich die Geräte ausschalte, bevor ich sie öffne. Das ist natürlich kompletter Blödsinn. Also was heißt Blödsinn? Aber das ist natürlich Schwachsinn, weil wie soll ich die Geräte reparieren, wenn ich sie ausschalten soll beim Öffnen, dann dürfte ich sie ja nicht mehr anschalten nach dem Öffnen, weil sonst ergibt es ja gar keinen Sinn und somit ist das leider ja nicht so richtig. Aber was soll mit dem Gerät passieren, wenn ich das öffne und es ist an? Da kann man eigentlich, da passiert gar nichts. Das ist eigentlich egal. Da muss man ja schauen, da müssen wir den Fehler finden und dazu muss eigentlich in 99% der Fälle das Gerät auch mit Strom versorgt werden oder an sein. Genau. Und somit müssen die Geräte leider laufen. In vielen Fällen. Nicht in allen, aber in vielen. So, was ist jetzt das hier? Das klebt hier regelrecht drin, die Platine. Aber es schaut noch gut aus. Naja. Gut. Wir haben hier wieder das ist auch nicht schlecht hier. Das ist auch nicht schlecht. Das hier ist auch nicht schlecht. Das passt, weil dann können wir ganz locker das Ding jetzt hier abnehmen. Das Blech. Ich hoffe, dass es alles nicht ganz so schlimm ist.
Wie jetzt das schon ausschaut. Gucken wir mal. Nehmen wir mal das Blech einfach runter. Dann schauen wir mal, wo wir hier unser Problem haben. Wie gesagt, wir werden hier auf jeden Fall normalerweise irgendein Baseband-Problem haben. Schauen wir das Mikroskop, wie das hier alles ausguckt. Und dann zoomen wir mal ein bisschen raus und schaut es auf der Seite eigentlich alles noch ganz gut aus. Und hier hat schon mal jemand am Baseband rumgespielt. Das sieht jetzt soweit auch nicht alles komplett zerstört aus. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, Baseband SE. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas schon jemals gemacht habe. Ich muss mal ganz kurz nur schnell was gucken, und zwar am ZXW. Das haben wir hier. Mal schauen, ob es auch anbleibt, weil meistens geht das mal einfach wieder aus, wenn man das mal das ganze Wochenende laufen lassen hat, so wie jetzt. Jetzt ist es weg. Schauen wir uns mal an, ob das hier passt. Von der Ausrichtung vom A1-Pad her. Aber ich gehe jetzt schon mal stark davon aus. Und dann nehmen wir uns das mal runter und dann gucken wir mal. Ja. Siehst zwar die Fehlerbeschreibung auf, erkennt keine SIM-Karte, aber so wie ich das sehe, also was heißt so wie ich das sehe, ist es halt ein ganz normales Baseband-Problem jetzt. Jetzt gucken wir mal, ob das wirklich auch so ist. So. Gut. Wo ist mein ZXW? Ist noch nicht offen. So. Jetzt schauen wir. Jetzt geht's gleich los. Jetzt sind wir gleich dabei. Also, ich mache es einfach mal so. Oder auch nicht. Hier ist unser ZXW. iPhone SE. Let's go. Dann schauen wir mal, warum und wieso. Hier ist das Teil, das A1-Pad. Gut, das kann man nicht falsch ausrichten, weil hier das eine Pad fehlt. Also, sieht man schon, kann man nicht verkehrt machen. Ich drehe mal alles um, dass das hier so ein bisschen so da liegt, wie es bei mir da liegt. So, und dann haben wir hier unser Baseband-CPU. Ich nehme das Ding jetzt mal runter. Hallo? Hier. So. Ich nehme jetzt das mal runter und schauen wir uns das mal an. Ob wir hier schon irgendwie sagen, oh, was ist das denn? Oder ob das hier einigermaßen passt. So, also ziemliche Lötmittel-Action, Flussmittel-Action ist ja ausgebrochen. Gut, das soll jetzt nicht das Problem sein. Das ist schon ganz locker. Da ist ein Pad oder zwei, die wo hier unten fehlen. Mal schauen, ob das NC ist oder ob das nicht NC ist. Und dann schauen wir mal weiter, ob wir hier irgendeine Lösung finden. Nö, das war nicht NC und somit haben wir unseren Fehler auch wahrscheinlich schon gefunden, warum hier auch der 79. Baseband Rewall nichts gebracht hat. Machen wir das ganz kurz sauber hier alles so ein bisschen. Vielleicht machen wir es dann noch mit einem Klötlitzer, da sind sogar, na, ein Pad ist ab.
Und zwar hier unten. Seht ihr das? Schaut, dass ich komme noch näher ran. Das ist alles gar kein Problem. So. Da schaut es nicht so gut aus. Aber das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Außer es passiert jetzt irgendwas Unvorhergesehenes, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. So. Und zwar so. Ich gehe jetzt mal wieder raus hier. Aus der ganzen Zoomerei. Ich will mir jetzt eigentlich gern noch. Ja, eigentlich schon gern noch das hier erstmal abziehen mit der Entlötblitze. Wenn ich es irgendwie hinkriege. Flussmittel. Dass das hier alles sauber wird. Meistens erkennt man so schon, wenn es noch irgendwo hakt oder wenn noch irgendwo ein Pad ab sein sollte. Ja. Genau, irgendwelche NC-Pads interessieren uns jetzt wie gesagt natürlich nicht. Die, wo jetzt hier vielleicht mit runtergehen. Uns interessieren nur die Pads, die wir danach auch natürlich brauchen. So. Das sieht soweit alles ganz in Ordnung aus. Da sind noch zwei runtergegangen. Sehen wir gleich. Aber das ist nicht so schlimm. So, die ganze Soße hier wegmachen. Ups. Gut. Jetzt. Das, die zwei waren NC, die rechten da, die wo jetzt auch noch fehlen. Und somit passt das. Die drei, die wo jetzt nicht hundertprozentig abgezogen sind, ist auch kein Problem. Die sind auch ganz flach. Das ist alles gar kein Thema. Das passt so. Gut. Was jetzt mir gar nicht hier gefällt, das ist eigentlich so die Schärfe schon wieder. So schaut es besser aus. Aber das ist so ein kleiner Bereich. 1, 2, 3. Unten ist das Pad 1, 2, 3. Ich will nur mal schauen. Genau, das ist eine Tafelleitung. Und geht noch auf 2, 3 andere Module auf der Rückseite. Das U1. Wir haben U1 und V1. Haben wir noch beim 6er auch, oder? Ist das nicht U1 und V1? Beim 6er dasselbe? Ich glaube schon, ne? Das ist also unser Problem ja auch. Haben wir sogar jetzt beim SE, ich weiß nicht, ob es beim 6er auch gibt, haben wir sogar hier noch zwei überlackierte Testpunkte, nur für die zwei Lines, das sind die hier. Also wenn hier gar nichts mehr geht, dann könnte man sogar von hier rüber jumpern. Gut. Jetzt machen wir das schnell fertig, dass wir zu irgendwas kommen. Halt noch. Flussmittel. Lötpaste. Fertig. Dann haben wir hier einen Jumper. Somit sollte das erste Gerät heute schon mal gerettet sein. Das ist natürlich ganz gut. Weil dann ist schon mal der Montag nicht verschissen.
So, ich mache es jetzt mal so, ich das Ding ja ganz kaputt mache, den Jumper. Das passt eigentlich. Dann wieder ein bisschen reinigen. Dann kleben wir uns das fest. Machen wir den Rebuild vom Baseband-Modul und fertig. Das schaut gut aus. Was haben wir denn jetzt da noch? Gut, das passt auch wieder. Schon mal zwei Geräte, die wohl funktionieren. Dann ist es doch ganz glitzerig. Viel hilft viel, aber nicht unbedingt immer. Deswegen mache ich mir das ja noch ein bisschen flacher. Und dann sollte das passen. Der Rest klappt sich dann einfach weg. So, jetzt tun wir das ein bisschen ein paar Sekunden trocknen. Schaut es so aus. Dann nehmen wir uns hier mal. Ne, das kratzt man aber nicht weg. Ich habe mir gedacht, kratze den Scheiß noch weg, aber das lassen wir lieber. Lassen wir es so, wie es ist. Gut, dann das auf die Seite. Das auf die Seite. So, Baseband ist hier. Müsste ungefähr von der Form ein 6er Baseband sein oder ist ein Baseband, was im 6er auch so vorkommt. Zoomen wir nochmal raus. Deswegen passt das hier ganz gut rein in die Form. So. Ist das sauber? Wunderbar. Es überstrahlt alles. Es überstrahlt alles. Die Schönheit des Baseband-ICs. Gut. Dann brauchen wir hier 6er Stencil. Das haben wir hier. Das tun wir weg hier. Sollte das ungefähr so passen. Schaut immer auch, dass manchmal macht das Reinigungsmittel so einen kleinen Film und dann ist nachher das halbe Loch zu oder dann ist das Loch zu, so wie hier drüben. Ja, das sieht man jetzt nicht. Schön, wie ich es zeigen wollte, aber man sieht es nicht. Ne, man sieht es nicht. Naja, dann lassen wir es gut sein. Aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Deswegen immer gut sauber machen, weil sonst ist nachher hier eventuell Rebar nicht hundertprozentig. Die Kugel ist zu klein und dann habt ihr nachher ein Problem und könnt das Ganze nochmal machen. Und nochmal machen ist beim Baseband einfach immer nervig. Nicht weil es schwierig ist, sondern einfach weil es nervig ist. Da kann man gar nichts mehr anderes dazu sagen. Es ist halt einfach nervig, wenn man alles fertig hat und man muss es dann nochmal machen.
Gut, das schaut gut aus. Dann gehen wir mal hier drauf damit. Das sollte passen von der Ausrichtung. Schauen wir mal. Wunderbar. Jetzt regelt es ein bisschen runter. Ne, dann da, wo jetzt der schwarze Punkt ist, da unten, da. Da haben wir noch einen kleinen schwarzen Rand rundherum. Das ist das, was ich euch vorher zeigen wollte. Aber das probieren wir jetzt aus. Das sollte auch funktionieren, weil es ganz minimal nur ist. Trotzdem, wie gesagt, sauber. Dann. Rewind. Super. Super, super. Das sollte theoretisch passen. Schauen wir uns das mal an. Da bleiben schon wieder 27 Kugeln hier hängen. Keine Ahnung warum. Oder? Nö, das bleibt dann da hängen. Weiß ich nicht. Das sieht ganz gut aus. Naja, dann. War so ein bisschen Flussmittel, aber das sieht eigentlich wirklich gut aus, das passt. Schauen wir uns das noch mal an, machen wir das noch ein bisschen warm. Aber irgendwie passt es da noch nicht, weil hier drüben sieht so ein bisschen komisch aus. Aber das haben wir gleich. Oder? Nö, das passt. Das schaut schön aus. Vielleicht noch ein bisschen Flussmittel drauf. Dann probieren wir das Ganze mal aus. Das ein bisschen sauber hier und das noch mal abschließend anzuschauen. Aber das gefällt mir gut. Das einzigste, was hier der Kollege vielleicht falsch gemacht hat oder was einem vielleicht zum Verhängnis wird, das sehen wir gleich. Ups. Und das mal ein bisschen sauber. So, jetzt hat. Es ist hier unten in dem Bereich. Hier hat er wirklich dann schon. Hier, ne? Hier wird es schon aufgekratzt und schaut sich mal das an, hier laufen drei Lines oder vier und eine, also das sieht man noch, dass die noch da ist, die Line, gell? Wahnsinn. Wenn ihr hier durchkratzt oder das zerreißt an der Stelle, dann ist es vorbei. Das Schwarze im Hintergrund, das sind wirklich drei, vier so Lines und hier sieht man es die sogar durch die Beschädigung. Also sollte das passen. Gucken wir mal. Wenn das jetzt so nicht funktioniert, dann kann es ja wirklich sein, dass dort auch schon eine Beschädigung ist. Aber das werden wir nicht rauskriegen. Das werden wir nicht rauskriegen, weil wir nicht wissen, wo diese Lines hingehen auf dem IC. Dafür gibt es keine Dokumentation. So viel wie ich weiß, zumindest nicht.
Gut, dann machen wir hier wieder ein bisschen Flussmitte drauf. Dann schauen wir mal, ob wir hier schon Glück haben beim ersten Mal. Gut. Ich gebe das kurz zum Abkühlen. So, und dann gucken wir mal, ob man, wie gesagt, Glück haben oder ob wir kein Glück haben. Hier kann ich mal schauen, wenn wir vor Datenrettung nach Wasser Schaden gemacht. Hat sich herausgestellt, dass es doch keine Datenrettung wird, sondern dass es nur Fehler 26 ist. Und Error 26 ist nicht so cool, weil meistens ist es so, auch wenn jetzt einer was anders sagt, also das Gerät geht an, aber dass, wenn einer was anders sagt, Error 26 in ganz, ganz häufigen Fällen einfach nur durch eine Wiederherstellung zu entfernen, hat auch nichts mit irgendwelchen Komponenten zu tun. Und genauso war es ja auch. Update, nix. Wiederherstellung, yes. Von dem her keine Daten, aber das Gerät funktioniert wieder. Normalerweise, das sehen wir gleich. Das sollte aber jetzt angehen. Ja, zumindest läuft der Balken durch und dann sehen wir schon. Das läuft auch. Das machen wir jetzt gleich. So. So. Was machen wir jetzt? Ich wollte jetzt das noch ganz kurz sauber machen. Das Spaceband hier. Und wollte dann noch zumindest schnell ein kleines Foto machen, weil ich nämlich später das Ganze wieder hochlade. Und dann ist das cool, wenn ich da Foto habe. Wunderbar. Gut, dann legen wir das mal ein hier. Starten wir das Gerät und dann schauen wir, ob wir überhaupt wieder E-Mail haben oder irgendetwas. Und ob wir dann etwas mehr Glück haben jetzt bei der Netzsuche. Dann machen wir noch unser Blech hinten drauf. Aber gut, das kann ich dann auch selber machen nachher. Mir ist jetzt erstmal wichtig, dass wir hier eine E-Mail haben und dass wir hier wieder ein Netz haben. Und dann ist alles gut erst einmal. Für mich. So. Das brauchen wir nicht und da haben wir dann auch noch was. SIM fehlt, jawohl, dann sollte es wieder passen. Das war die 200, 217. Kurz weg, Leute, 200, 217. Na dann, schauen wir mal, ob wir E-Mail haben. Schaut gut aus und dann sollten wir noch ein Netz haben. Wenn ich einen SE-Slot habe, könnte aber der vom 5S auch passen. Ne? Wie schön, dass ich sowas nicht weiß. Checken wir noch ab und dann hat sich das Gerät auch wieder erledigt. Schauen wir mal, ob hier ein S 5S-Kartenslot reinpasst.
Ja, das war vom Sechser, der braucht nicht anpassen. Auch ein Sechser. Lasst mir jetzt nicht den Stich. Sechser, Sechser, alles Sechser. Ist das was? Hier habe ich was. Das könnte funktionieren. Gut, das schaut gut aus. Das probieren wir mal aus mit dem. Dann nehme ich mal die SIM-Karte aus meinem 10er. Dann schauen wir mal, wie sie ausguckt mit Netz. SIM gesperrt, das funktioniert auch. Kein Netz. Kein Netz. Kein Netz. Kein Netz. Ein Netz. Also, passt alles. Dann läuft das wieder. Nö, Netzwerkeinstellungen will ich nicht machen. Rufen wir mal an. So, also das passt. Somit ist mein Montag schon mal gerettet und ein bisschen was hat er dann doch geklappt schon mal. Das ist schon mal ganz gut. Dann machen wir gleich weiter, aber mit dem Gerät sind wir fertig. Das baue ich nachher selber zusammen. Läuft. Insofern wünsche ich euch noch einen schönen Montag, wer nicht mehr weiter zuschaut. Wer noch weiter zuschaut, machen wir jetzt das nächste Gerät. Und dann das nächste und dann das nächste und das nächste. Und dann sollte ich heute eigentlich noch eure Fragen beantworten. Und ich glaube, das kriege ich auch noch hin. Ja, alles klar. Passt. Dann bis dann. Tschüss.